Wenn Sadhguru in die Vergangenheit zurückgehen könnte, nicht durch yogische Kräfte, sondern wenn es eine Zeitmaschine gäbe und das mit Vorhersehung, mit dem Wissen darüber, was während des Zweiten Weltkriegs geschah, würde Sadhguru Baby Hitler töten, ist die erste Frage, die aufkam. Würde ich Baby Hitler töten? Wissend, dass 6 Millionen Juden durch dein Eingreifen gerettet werden können. Schau. Adolf Hitler ist eine Folge. Er ist nicht die Ursache des Zweiten Weltkriegs. In dem Sinne, dass es Jahrhunderte des Hasses gegen das jüdische Volk gegeben hat. Er ist nicht plötzlich wegen Adolf Hitler aufgetaucht. Nun, er nutzte ihn politisch, um alle möglichen Dinge zu tun, aber das ist eine andere Sache. Aber dieser Hass war in der Bevölkerung endemisch. Nicht seit einem oder zwei Jahren, seit buchstäblich 18 Jahrhunderten ist er lebendig gewesen. Nun, Adolf Hitler wurde ein Stellvertreter dieses Hasses. Und er verfestigte diesen Hass, organisierte ihn so, dass er zu einer Megakatastrophe wurde. Aber die Katastrophe hat sich über einen langen Zeitraum entfaltet. Schon immer haben Menschen Juden beschuldigt, Jesusmörder zu sein und wollten sie kriegen. Auf so viele Arten wurden sie verfolgt, nicht nur auf eine Art. In jeder Generation gibt es kleinere Verfolgungen, die in verschiedenen Gesellschaften passieren, zumindest in jenem Teil der Welt, nicht hier. Als nun Adolf Hitler kam, sah er, was du Adolf Hitler vorwirfst, ist Kompetenz. Alle hatten den gleichen Hass. Er organisierte seinen Hass auf sehr kompetente und ergebnisorientierte Weise. Eine Vielzahl an Menschen sind gekommen, die genauso tyrannisch sind wie Adolf Hitler. Glücklicherweise waren sie nicht so kompetent. Deshalb die Frage. Ich weiß nicht, ob er am IIM studiert hat, denn seine organisatorischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Du musst dir das ansehen. Hätte er dies doch nur nicht gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern zum Wohle der Welt organisiert, was für ein fantastischer Organisator er ist. Seine Kompetenz ist es also, über die wir sprechen. Hass war da in der Gesellschaft. Er organisierte ihn und brachte ihn zu einem Ende mit katastrophalem Ergebnis. Schau, in jeder Generation gibt es Tyrannen. Zum Glück sind sie unfähig. Zum Glück, sie sind überall. Glaube nicht, dass sie nicht da sind. Jeden Tag treffe ich Tausende von Menschen. Du solltest sehen, was für eine Gesinnung Menschen haben. Wie viel endemischen Hass sie gegen jemanden hegen, den sie nicht mal kennen, mich eingeschlossen. Menschen, die mich nie getroffen haben, Menschen, die kein Wort mit mir gewechselt haben, sie haben so viel Hass. Ich sagte, was ist das Problem? Du hast mich noch nicht mal gesehen. Doch nein. Dieser endemische Hass wird also in der Gesellschaft gezüchtet in Form von Religion, in unserer Gesellschaft in Form von Kasten, Glaubensrichtungen, Ideologien. Schau, alle fokussieren sich auf Adolf Hitler. Ich versuche nicht herunterzuspielen, was er getan hat. Er ist ein Mann. So viele Menschen verursachen einander Schmerz. Aber er ist ein Mann, der den menschlichen Schmerz organisiert hat wie kein anderer. Er hat eine Maschinerie daraus gemacht, auf eine wirklich organisierte Weise, wie eine Industrie. Er hat nicht getötet um des Tötens willen, er hat eine Tötungsindustrie geschaffen, weißt du? Eine richtige Industrie, tatsächlich errichteten sie Todesfabriken. Noch nie zuvor hat es also jemand organisiert, aber glaube nicht, dass niemand diese Absichten hatte, dass niemand die gleichen Emotionen hatte. Sie hatten sie, aber dieser Mann hat es organisiert. Würdest du also Baby Hitler töten? Nein, es würde nicht helfen. Weil ein anderer Mann vielleicht mit Kompetenz gekommen wäre, man weiß nie. Woran wir also arbeiten müssen, ist, wir müssen, wie ich schon gesagt habe, an einer Kultur des Friedens arbeiten. Das ist wichtig. Wir haben nie an einer Kultur des Friedens gearbeitet. Nur wenn es vor unseren Augen explodiert, wollen wir, dass es gelöst wird. Ansonsten gehen wir einfach unseren Geschäften nach. Die Art und Weise, wie wir auf der Straße fahren, ist gewalttätig, okay? Es ist nicht schnell, es ist einfach gewalttätig. Ich wünschte, dass sie schnell fahren würden. Wenn sie fähig wären, würden sie schnell fahren. Sie sind unerfahren und sie sind gewalttätige Autofahrer. Gewalt bedeutet, dass es dir nichts ausmacht, wenn jemand verletzt wird, nicht wahr? Hallo? Gewalt muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich gleich ein Projektil auf dich feuere. Es ist mir egal, ob du verletzt wirst. Das ist Gewalt, nicht wahr?
Dies ist also überall verbreitet. Wir müssen, schau, Kultur ist nicht etwas, das man über Nacht aufbauen kann. Slogans kann man über Nacht entwickeln. Man kann über Nacht Antidemonstrationen veranstalten. Man kann keine Kultur über Nacht aufbauen. Es bedarf eines lebenslangen Engagements, um das zu erreichen. Niemand hat dieses Engagement gezeigt. Alle wollen eine sofortige Lösung. Wenn etwas explodiert, werden alle losschreien. Sobald es vorbei ist, gehen sie ihren Geschäften nach. Es ist daher sehr wichtig, ich möchte, dass du verstehst, dass Adolf Hitler so gut wie überall geboren werden kann. So gut wie überall, denn die Kultur der Abneigung und des Hasses auf andere Menschen, die nicht so sind wie du, ist so tief in der Gesellschaft verwurzelt. Es ist nur eine Frage von... Er muss hier einen MBA machen. Ich mache der Institution Komplimente, es ist nicht... Ich verstehe vollkommen, aber der Hauptpunkt ist hier, dass man die eigentlichen Ursachen angeht, anstatt die Manifestationen der eigentlichen Ursache. Ja. Genau. Die Folgen können nicht behandelt werden. Es ist der Prozess, mit dem wir uns befassen müssen.